Antonio, das ist jetzt der dritte Standort der Tapas Factory hier in Essen. Es gibt ja schon zwei in Dortmund. Wie war denn eigentlich so die Zusammenarbeit mit den BDH-Architekten und Schnieder? Zusammenarbeit mit Schnieder und mit unseren Architekten hat uns sehr begeistert. Es hat auch Spaß gemacht in der Umbauphase. Es ist ein schönes Objekt geworden. Was haben Sie so als besonders positiv empfunden in der Zusammenarbeit mit der Stuhlfabrik Schnieder? Das Besondere an der Stuhlfabrik Schnieder ist, dass man nicht nur einen Katalog bekommt, dass wir auch individuell in der Planung mit einbezogen sind. Wir konnten die Farbe der Stühle aussuchen, Abstimmung mit den Wänden, mit den Tischen, das Leder. Ich war auch vor Ort an der Stuhlfabrik, konnte mir die ganzen Lacke, die ganzen Leders, Stoffe, die Tische, Platten, welche ich möchte, welche passt zu welchem Tisch, welcher Stuhl passt zu welchem Tisch. Und man hat das nicht nur im Katalog, sieht man das anders, wie wenn man das live in der Fabrik sieht. Man hat große Auswahl. Wir konnten uns wirklich austoben, was das angeht. Und das ist dann dazu gekommen.